Für alle, die sich nicht die Mühe machen möchten, frischen Rotkohl zu kochen, für die habe ich heute ein geniales Rezept, wie ihr aus diesen Dosen oder in meinem Fall aus dem Glas Rotkohl einen richtig leckeren Rotkohl zaubern könnt. Dafür schalte ich mir auch direkt den Topf ein, und zwar auf halbe Kraft, dann kann der schon mal vorheizen und in den Topf kommt Schweineschmalz. Das Schweineschmalz sorgt dafür, dass der Rotkohl nachher richtig schön glänzt und Fett ist ein Geschmacksträger, von daher, es gibt auch noch einen unheimlich guten Geschmack. Dann geht es auch schon los mit der Zwiebel. Die könnt ihr in Würfel schneiden oder in so dünne Scheibchen, das geht auch. Die Zwiebeln kommen auch direkt mit in den Topf. Die werde ich jetzt schön langsam anschwitzen. Und damit die auch schön weich werden, kommt noch eine Prise Salz dazu. Und bis die Zwiebeln soweit sind, geht es an den Apfel. Denn ein Apfel in einem Rotkohl, das gibt dem Ganzen eine schöne Fruchtigkeit. Und deswegen kommt er damit rein. In meinem Rezept mit dem frisch gekochten Rotkohl, da verwende ich den mit Schale. Aber da der Rotkohl jetzt wirklich nicht lange braucht, muss ich da die Schale abmachen, sonst stört die nachher beim Essen. Und alternativ kann man statt dem frischen Apfel auch Apfelmus dazugeben. Bei den Äpfeln eignen sich süße Sorten. Ich habe jetzt einen Braeburn, der hat eine schöne fruchtige Note. Ein säuerlicher Apfel wäre da eher ungeeignet, weil der Rotkohl, der in der Dose oder im Glas verkauft wird, der ist häufig ziemlich säuerlich. Und wenn da jetzt noch ein säuerlicher Apfel dazu käme, das muss nicht sein. Deswegen ein schöner süßer Apfel, der gibt dem nachher auch die schöne Fruchtigkeit. Den schneide ich einfach in Würfel. Die Zwiebeln sind jetzt schon ganz leicht glasig. Da kommt jetzt mein Apfel dazu. Und den schwitze ich auch noch kurz mit an. Und für so einen Rotkohl eignet sich wunderbar ein Wildgewürz. Denn da sind sämtliche Gewürze drin, die zu so einem Rotkohl passen, wie Wacholderbeeren, Nelken und Lorbeerblätter und noch jede Menge andere Gewürze. Auf jeden Fall geben die dem Rotkohl so einen richtig schönen, leckeren Geschmack und deswegen kommt er da auch mit rein. Oh, lecker! Das Schöne daran ist, die ganzen Gewürze sind schon zerkleinert und ich kann den eben direkt mit dazugeben, ohne dass ich die jetzt noch extra zerkleinern müsste. Die schwitze ich noch ganz kurz mit an, dass die ihr volles Aroma entfalten können. Und wie eben schon erwähnt, ist der Rotkohl meistens ziemlich säuerlich, deswegen kommt noch ein ganz klein wenig Zucker mit dazu. Nach so 2 bis 3 Minuten lösche ich das Ganze mit, in meinem Fall, Glühwein ab. Ihr könnt statt Glühwein aber auch Rotwein nehmen oder wenn ihr keinen Alkohol haben wollt, passt auch Apfelsaft sehr gut. Bevor der Rotkohl gleich mit reinkommt, Moment, werde ich den noch probieren. Schmeckt gar nicht schlecht, aber es fehlen einfach die Gewürze und die Aromen. Man merkt direkt, der kommt aus dem Glas. Deswegen ist das Rezept eigentlich wunderbar, um daraus einen richtig leckeren Rotkohl zu machen. Das Probieren dient zum einen darum, den Geschmack an sich schon mal zu testen und, was noch wichtiger ist, wie weich der ist. Denn wenn ich den jetzt allzu lange da mitkochen lassen würde, wird er matschig und das ist dann auch nicht gerade im Sinne des Erfinders. Deswegen vorher probieren, wenn er noch ziemlich fest ist, dann einfach ein bisschen länger mitkochen. Der hier ist von der Konsistenz eigentlich voll in Ordnung, das heißt, der muss nur noch heiß werden. Aus dem Grund lasse ich den Glühwein jetzt auch noch richtig schön verdunsten, dass ich nachher eben nur noch einen kleinen Rest davon habe und dann kommt der Rotkohl mit rein. Also mein Glühwein ist jetzt soweit verdunstet. Jetzt der Rotkohl.
Das Ganze spüle ich noch mit einem kleinen Schluck Wasser aus. Jetzt noch einmal aufkochen lassen. Dann habe ich mir hier schon etwas Stärke vorbereitet. Die ist dafür, dass ich den Fond, der jetzt da noch drin ist, abbinde. Und dann habe ich nachher eben so einen richtig schönen glänzenden von dem Schmalz und auch sämigen Rotkohl, der nicht so einfach über den Teller läuft, sondern der richtig schön lecker ist. Also die Stärke gerade mit kaltem Wasser anrühren. Dann werde ich ihn nochmal probieren, damit ich weiß, wie meine Mischung und der Rotkohl zusammenpassen. Schon deutlich besser. Aber um das Ganze jetzt noch weiter zu verfeinern, kommt noch ein bisschen Marmelade mit rein. Was da sehr gut passt, ist Johannisbeermarmelade oder Preiselbeermarmelade. Ich habe jetzt in meinem Fall Sauerkirsche, die passt da auch sehr gut. So, etwa ein Esslöffel. Mein Rotkohl kocht gerade auf und jetzt kommt die Stärke mit dazu, um eben die überschüssige Flüssigkeit nochmal abzubinden. Am besten Schluck für Schluck dazugeben, aufkochen lassen und dann gucken, ob die Bindung schon ausreicht. Ich brauche noch ein paar Tropfen und dann ist mein Rotkohl auch schon fertig. Der Rotkohl, wie man sehen kann, ist jetzt richtig schön sämig. Geben wir mal auf den Teller. So. Und da kann man jetzt wunderbar erkennen, dass da eben nicht dieses Rotkohlwasser da über den Teller läuft, sondern dass er richtig schön gebunden ist und der Geschmack auch richtig schön in dem Rotkohl steckt. Jetzt werde ich ihn natürlich noch probieren. Genau so muss Rotkohl schmecken. Richtig lecker, leichte Säure, aber die bringt er ja schon aus dem Glas mit. Und die Süße, die ich jetzt eben noch mit dazugegeben habe, ist ein richtig schöner, runder Geschmack. So, den Rotkohl gibt es erst morgen, denn durch das Aufwärmen wird der Geschmack nochmal intensiver. Und von daher, der wird richtig lecker. Oder der ist schon richtig lecker. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, meine Tipps zum Rotkohl haben euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.